Das City Center Freital entstand um 1997 an der Ecke Bahnhofs- und Dresdner Straße in Freital-Döhlen unter Leitung einer Investorengruppe und besteht aus mehreren Wohn- und Geschäftshäusern. Es ist ein attraktiver Gebäudekomplex an einem exponierten Standort im Freitaler Zentrum. Seit dem 1. März 2017 ist die Wohnungsgesellschaft Freital, ein städtisches Unternehmen, Eigentümer dieses Areals. Also wir befinden uns hier im City Center in Freital in der Dresdner Straße 174a, Bahnhofstraße 34, im Erdgeschossgewerbe unterhalb der Stadtbibliothek. Das war das ehemalige Kress, das ist sicherlich noch vielen bekannt. Danach war ein Teppichgeschäft hier vor Ort. Und die WGF hat ja dieses Gesamtobjekt City Center im März 2017 übernommen. Wir sind jetzt dabei, hier bauliche Maßnahmen zu treffen, damit dieses Gewerbe wieder vermarktet und vermietet werden kann. Also der Bauzustand des Objektes insgesamt ist gut, aber ist natürlich in den letzten Jahren von dem Voreigentümer wenig investiert worden. Wir sind hier schon dabei, den über den Zeitablauf normalen Investitionsstau aufzuholen und die Dinge in Ordnung zu bringen, die gemacht werden müssen, um hier zeitgemäße Räumlichkeiten anbieten zu können. Der Kaufpreis betrug rund 4,5 Millionen Euro. Bis 2019 sollen noch einmal 3 Millionen Euro ausgegeben werden. Unter anderem werden leerstehende Wohnungen und Gewerbe sowie Entwässerungssysteme erneuert. Dazu gehört auch eine Belebung des seit Jahren leerstehenden Erdgeschosses mit einer Ladenfläche mit ca. 1250 Quadratmetern in bester Innenstadtlage. Also wir sind jetzt dabei, Mieter zu akquirieren. Gerne würden wir natürlich die Fläche insgesamt vermieten. Es sind ca. 1250 Quadratmeter Handelsfläche, die hier zur Verfügung stehen. Falls das nicht möglich sein sollte, haben wir aber auch einen Plan B. Wir haben ein Konzept entwickelt, wie wir diese Fläche in kleinere Einheiten unterteilen könnten, so dass wir also optimistisch sind, dass wir in den nächsten anderthalb Jahren hier auch wieder ein entsprechendes Angebot für die Freitaler zur Verfügung haben. Ja, also insgesamt soll natürlich dieses Objekt attraktiv für Freital werden und dieser Baustil, den wir hier vorfinden, der ist natürlich, sagen wir mal, jetzt der Zeit nicht mehr angepasst. Wir werden also die Fassade dieses Hauptgebäudes auflockern, werden mit Glas, gegebenenfalls mit Licht arbeiten, wir werden einen Anbau schaffen, um einen neuen Zugang für die Bibliothek zu ermöglichen, für die obere Etage hier und einen neuen Haupteingang für diese untere Etage zu gestalten, und ich denke, das wird insgesamt schon eine deutliche Aufwertung für das Stadtbild werden. Auch werden Arbeiten an Dach und Fassade erfolgen. Das Parkdeck wird ebenfalls moderner gestaltet. Zum 100-jährigen Stadtjubiläum soll alles in neuem Glanz erstrahlen. Also wir versuchen das 2018, 2019 alles umzusetzen. Ob das dann vom Bauablauf her immer alles so den Planungen gemäß gelingen wird, werden wir sehen. Aber wir sind da erstmal optimistisch. Bisher sieht es gut aus. Der Anbau soll 2018 an das Haupthaus hier drankommen. Wir sind jetzt noch dabei, die Dresdner Straße 180 zu erneuern. Dort müssen Trockenlegungsmaßnahmen gemacht werden, Fassadensanierung, und auch im Innenbereich muss einiges erneuert werden. Dort werden dann ab Ende 2018, Anfang 2019 erste Mieter wieder einziehen können. Ja, also es wird eine gewisse Zeit benötigen, aber wir sind optimistisch, dass wir das bis Ende 2019 abgeschlossen haben. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist durch die Nähe von Bus- und S-Bahnhof Freital-Deuben sowie verschiedene regionale und überregionale Buslinien optimal. Im Dresdner Stadtzentrum ist man mit dem Auto in rund 17 Minuten. Die Autobahnanschlussstellen Wilsdorf A4 und Gobitz A17 erreicht man nach rund 7,5 Kilometern bzw. 10 Fahrminuten. Nicht zu vergessen die Bundesstraßen 170 und 173, welche das Umland erschließen. Fazit: Das City Center Freital, der ideale Standort zum Wohnen und Arbeiten.